Willkommen bei Sozial- und fachlichen Betreuung. Jetzt geht es um das Thema Klassenspiele, Lückenfüller. Das erste Spiel, also das Spiel, was ich jetzt nenne, heißt Was machst du? Die Schüler stellen sich zunächst in einem Kreis auf. Schüler A fragt den links neben ihm stehenden Schüler X, was machst du? Schüler X überlegt sich eine kleine Übung, wie zum Beispiel auf einem Bein springen, und antwortet, ich springe auf einem Bein. Schüler A muss nun auf einem Bein springen. Während Schüler A die von Schüler B genannte Übung ausführt, wird Schüler A von rechts neben ihm stehenden Schüler B gefragt, was machst du? Schüler A überlegt sich eine Übung, welche er aber nicht gerade ausführt, und antwortet, ich mache dies, dies und das. Muss man sich dann ausdenken, was man machen möchte. Schüler B führt die von Schüler A genannte Übung aus. Schüler A kann seine Übung beenden dann, wenn Schüler B die Übung ausführt. Und so geht der Kreislauf von vorne los. Anschließend wird Schüler B von dem rechts neben ihm stehenden Schüler C gefragt. Schüler B überlegt sich eine Übung aus, die Schüler C ausführen soll, und antwortet entsprechend. Diese Übung geht gegen die geht gegen den Uhrzeigersinn, also andersherum, und kann auf mindestens eine Runde beschränkt werden, so dass jeder Schüler eine Übung ausführen muss. Sinnvoll ist es und mehr Freude bereitet. Also sinnvoll, klar, und es bereitet mehr Freude. Wenn jeder mehrfach an der Reihe ist, also nicht nur einmal, man kann auch zwei oder drei Runden machen. Es ist auch denkbar, dass die Schüler sich nach jeder Runde neu in den Kreis anordnen. So haben sie immer unterschiedliche Nachbarn und entsprechend deren Einstellungen und Erwartungen auch andere Übungen. Das war zum Thema für dem Spiel. Was machst du? Bis dann. Tschüss.